Ui, das ist ja heftig laut. Und damit geht's weiter. Oh, wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir haben Neuerungen. Es steht in der Beschreibung, ja, unten unter uns. Also unten in der Beschreibung. Ich habe noch ein bisschen Husten. Los. Steht was Spannendes drin, nämlich ein Link zu allen Schreinen und Entdeckungen, die wir bisher gemacht haben. Also die kann man, die doch sehr gut und so einblicken. Und sollte man auf alle Fälle. Also, wenn ihr was sucht oder noch nicht gefunden habt oder nicht wisst wie, könnt ihr genau den Schreier in der Liste nachsehen. Ich trage da noch mehr nach, aber aktuell haben wir die Schreine drin. Das ist so der Main-Focus. Was koche ich nun? Was koche ich nun? Hat irgendwas ein Kochrezept oder so gefunden? Das, nee, nee. Ich habe gedacht, ich habe irgendwann ein Kochrezept gefunden. Schönster Ferienort Hyrule. Wieder aufgebaut, ah. Angestellter Strati in alter Schönheit. Hinter dem Wiederaufbau steht ein junger Mann, den alle nur den Retter nennen. Oh. Was kaufst du denn? Boah, meine Fernbedienung runterkrallen. Sorry. Willkommen in der Schlemmerbucht. Am besten und einzigen Restaurant dieses Dorfes. Du hast die Häuser und Läden im ganzen Dorf wieder aufgebaut und sieht alles aus wie früher. Ich muss dir, Retter und Lander, aus tiefstem Herzen danken. Komm ich was von dir? Ich habe lange nicht mehr gelacht. Lander mit meinen Kindern die Welt tanzt. Egal wie oft mich daran erinnere, ich muss so lachen. Nimm doch etwas Paella. Nice. Noch nie dagewesene Genuss in der Schlemmerbucht. Gib mir. Das geht aufs Haus. Ja. Nice. Du willst weitere Speisen ausdenken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, was machst denn du da? Ich muss zugeben, dass ich von einem, der Retter genannt wird, erwartet hätte, dass er war Muskelberg. Was? Ich bin doch Muskelberg! Ich bin schon stark. Ja, natürlich bin ich stark. Der von mir denkt, den Piraten angegriffen habe, aber du das übertrieben hast, haben wir uns entschieden, zurück in die Heimat zu ziehen. Oh, schön. Jetzt muss ich nur noch den Dialekt in Angelstadt lernen. Oh. Look at me! Da hinten liegt noch ein Schild oder so und ein Schwert. Oh, haben die noch was? Eine neue Attraktion? Ja, sag mal. Oh, du wieder. Hatte ich einfach die Lust auf erneute Zusammenarbeit überkommen? Verständlich, verständlich. Immerhin passen wir zwei beiden ja zusammen wie Steinchen und Mörtel. Ich spreche übrigens gerade mit unserem guten Angelstädter Dorfchef wegen neuen Bauprojekten und so. Dorfattraktionen. Wenn die Leute nur etwas Neues und Interessantes hätten, das jung und alt Spaß macht, das wäre einfach klasse. Jetzt sag doch mal, du Weltenbummler. Fällt dir da nicht etwas Feines ein? Ein Wasserrennen? Ja, Rennen auf der Wasserrennstrecke. Das klingt sehr gut. Frisch und vergnüglich. Brandneu und nie da gewesen. Und das Meer macht's möglich. Gefällt mir. Das will ich. Nein, das brauche ich. Alles klar. Dummster erwähnte, dass er vorhatte, irgendein neues Fahrzeug zu entwickeln. Mit echten Spezialisten und so. Ob wir vielleicht mit ihm zusammen den Profis zusammenarbeiten können? Dummster ist doch der Bursche in Taburaso. Ich hab Schluck auf, sorry. Dem Ort im nordöstlichen Teil der Akala-Region. Da waren wir schon. Also wir waren nicht dort, wir sind vorbeigeflogen. Wir sollen mal hier vorbeischauen, wenn sie ein Bauvorhaben in Taburaso zu Ende sind. Ah. Aber echte Profis sollen verschlafen, das Örtchen wie hier kommen? Ja. Dann muss man wieder hoch. Inzwischen haben wir eine ganze Region, die wir erkunden können. Ach. Ich sehe uns schon, wir laufen wieder in die andere Richtung. So entwickelt sich das Spiel. Da denkst du auf den einen Moment, jetzt hast du's. Und im nächsten Moment laufst du wieder ganz zurück. Aber ich habe eine Idee, wie man
das, den Turm im Schnee oben bekommen. Ihr habt da eine Methode durchdacht, wie das funktionieren könnte, ohne dass wir erfrieren. Steak. Dance ein Spielhaus, wieder neue Spiele. Nope, da hat noch nichts. Ja, dann wollen wir mal wieder. Das ist der nächste Punkt. Nee. Den Turm haben wir ja. Atheno. Da haben wir den Turm nicht. Der ist da irgendwo zwischendrin. Was ist das? Ah, in jedem Gebiet gibt es so ein. Wo dabei ist, in jedem Gebiet gibt es sowas. Oho. Das ist die. Ich weiß gar nicht mehr, mit was das aufmacht. Okay, wir müssen dahin. Da in der Mitte ist dieses Ding. Okay, liebe Leute, wir haben unser Ziel. Wir gehen wieder Richtung Norden. Wo ist eigentlich unser Pferd? Lebt das noch? Aber es ist tot. Ich glaube wirklich, unser Pferd ist einfach tot. Vielleicht kommen wir ja irgendwo bei einer Stallung vorbei, dass wir wieder ein Pferd haben. Da vorne ist ein Wasserfall. Das könnte sich zum Vorteil erweisen. Da muss erst hochkommen. Wir laufen mal zum Wasserfall, dann können wir zumindest fliegen. Es gibt da halt noch nichts. Ich habe ihn gerade umgesehen. Oh. Steht da hinten zufällig wieder so ein Ding? So ein Typ mit einem Schild? Ne, hier gibt es nur einen Wagen. Nur ein Wagen, aber kein Typ mit Schild. Das ist ein bisschen zu verdächtig ruhig gerade. Ja. Genau das wollten wir. Und ein Krog. Den Krog nehmen wir auch mit. Und da vorne sehe ich schon wieder einen Schrein. Muss ich nur landen. Easy. Oh, und da ist eine Höhle. Vielleicht nicht ganz so easy. So, bin ich jetzt blöd? Das war doch hier. Mit dir. Ja, es war noch eins weiter oben. Es war noch zwei weiter oben. Natürlich, ich rutsche genau jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, da war's. Einfach mit Schmackes. Das Ding ist, wenn man manchmal zögert, dann schafft man es eben nicht. Deswegen einfach schnell rüber. Yep, easy. Danke. Da oben gibt es sicher auch noch einen Krogsamen. Ich bin ja. Also, wenn ihr das seht, ja. Also, wenn ihr das jetzt am Sonntag seht, heute ist nämlich Sonntag, dann seht ihr das wirklich genau an dem Tag, an dem ich es aufzeichne. Liegt daran, ich war das ganze Wochenende auf Tour. Und ich bin vorher ehrlich gesagt einfach noch nicht dazu gekommen. Das ist das frühe Aufzeichnen oder so. Au.
Habe ich gar kein Schwert mehr? Ja, okay. Den wollte ich eigentlich. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es da oben einen Kopf. Beispiel Äpfel. Beispiel anderes Zeug. Aber kein Krog, nur Bäume. Bäume, die mich töten wollen. Gott, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Lasst mich einfach. So. Fliegen wir mal ganz entspannt darüber. Irgendwo ist da nämlich das Ding runtergegangen. Oh, den können wir noch mitnehmen. Hä? 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 Es war doch hier. Okay. Was ist denn das für eine Höhle? Aha. Aha. Schauen wir mal, ob wir da rausgehen. Eins, zwei, drei. Drei und ein Secret. Kann ich da weiter? Ja, ich hab noch. Die Waffe holen wir uns mal. Ist aber nicht so stark. Also der Gedanke ist, wir holen sie uns, bevor sie jemand anders holt. Da ganz oben ist noch einer. Okay. Nice. Schwierig. Aber wenn nur noch der ist. Ein Horrorblindherz. Wenn nur noch der ist. Dann könnte man den theoretisch auch. Auch besiegen. Normal. Indem, dass wir einfach hochgehen. Wenn es nur er ist. Schauen wir mal. Jetzt bin ich neugierig. Also, wir haben den da oben gesehen. Und sonst sehen wir hier keinen mehr. Nice. Also, wir werden mit dem Bogen immer besser. Oh, und die Truhe haben wir jetzt.
Also kann echt keiner was sagen, wäre mit dem Bogen richtig gut. Oh, da kann ich auch hoch. Das ist natürlich von Vorteil. Nice. Leuchtsamen. Nice. Dann die Truhe. Wir können unten gleich haben, was, haben wir unten was zum Sammeln? Nee. Lanze mit Ritterschwert. 14. Ja, legen wir das ab. Ein Grillwild. Ein Grillwild. Das ist gut. Feuerstein. Steinsalz. Oha. Man muss ja richtig durcharbeiten. Nice. Ein neues Mario-Sinum. Eigentlich könnte ich die auch theoretisch aufzeichnen und die Karte geben. Könnte man sich überlegen. Ein Röstleuchtpilz. Oh, doch eine Truhe. Eine Bombenfasslanze? What the fuck? Ja, gehen wir das Blitzschlagschwert dafür weg. Dafür, dass ich dann das Zukunfts-Ich wundern darf, warum ich wieder keine Schwerter dabei habe. Unten haben wir noch diesen Stein. So. Das ist nur ein Leuchtstein, oder? Ja. Okay. Und die Truhe haben wir auch noch. Was gibt denn die her? Schön. Ja, schön. Dann beamen wir uns da raus. Sonst habe ich jetzt nichts gesehen, dass da noch wer. Aber jetzt können wir schon mal ganz oben. Irgendwo beim Wasserfall vielleicht sogar sein. Wasserfall bringt uns halt wieder weiter Richtung Norden. Ja, ich war halt das ganze Wochenende. Da war ich vorher. Ich hatte verlieren wir immer. Hi. Oh, hi. Und der Wasserfall ist vielleicht ein bisschen höher als gedacht. Ich war das ganze Wochenende wieder auf Tour. Ich hab nur gar keine Stimme, weil ich bin irgendwie wieder in den letzten 3 Tagen halt jeweils nur 3 Stunden Schlaf oder so gehabt. Was ist denn das? Okay, eine Batterie. Mhm. Was machst du denn? Okay. Was machst du? Und was machst du? Ah. Oh. Das ist eine Wachmaschine, die passt halt auf. Okay, da hinten ist der Turm. Muss dann in Richtung Norden weiter.
Aber wenn er diesen Ding machen will, dann habe ich nämlich ausgelassen. Und ich reise mal weiter Richtung Westen. Ja, das ist mal eine gute Frage. Ich könnte auch in das Loch fallen. Wir müssen sowieso irgendwann in den Untergrund. Wir brauchen neue Steine. Fragen über Fragen. Wo führt uns denn diese Schlucht hin? Führt uns da. Und da ist das Pischstall. Gehen wir das Pischstall entlang. Bleiben wir hier auf der Route mal. Dann können wir vielleicht auch vorne noch irgendwo ein Schrein aktivieren oder so. Ich hab eigentlich voll dieses. Manchmal dieses Gefühl des Fallens, wenn man irgendwo steht. Das ist ein Call of the Deep. Ist das dieser, oder Call of the Void? So irgendwie? Wie heißt das? So irgendwie in der Richtung heißt das. Da geht es nämlich darum, dass es irgendwie so das Gefühl ist, wie wäre das jetzt, wenn man da runterspringt? Nicht, dass man es machen will. Einfach nur die Frage, wie wäre das? Und er hat das mal beantworten können, indem ich die Banshee gesprungen bin. Oh, da ist ein Drache oben. Also ja, Banshee-Springen beantwortet dir schon einige Fragen. Okay. Das sieht halt so ein bisschen nach Grog aus. Auf die Schnelle wüsste ich nicht, wie und was das Rätsel hier wäre. Legt sich auch schlafen. Geht doch einfach draufhauen. Jetzt soll ich den noch draufhauen. Komm, steh in die Mitte von uns. Oh, nice. Aha, da hinten sind noch mehr Steine. Vielleicht gehört das so irgendwie zusammen, das Rätsel. Klettern wir mal da hoch. Ich finde, es geht sehr schnell. Also irgendwann ist man so smooth in diesem Game. Ja, wir haben das Wochenende, glaube ich, ein paar Stunden geschlafen. Da bin ich schon wieder. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Furchtbar. Okay, da ist keiner drauf. Da unten. Moment. Ist das einer, der hochfliegt? Das ist einer, wir müssen richtig anjustieren. Let's go. Oh, da unten ist eine Hütte, oder? Ah, ist da nicht irgendwie so ein Dorf auch? Muss normalerweise auch so. Und da hinten ist eine riesige Wolke. Riesige Gewitterwolke. Die klingt zu verlockend. Oh, da hinten ist das nächste Symbolzeichen.
Und da unten ist ein Schrein. Ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Schreien. Leuchtturm. Dieses PNG ist aber sehr interessant. Was sehe ich denn da dahinter? Ich sehe schon mal einen Schrein. Drachenkopfinsel. Okay. Hm? Oh. Elektrische Gegenstände. Schilder. Alle. So, was haben wir denn hier für einen Schrein? Jetzt zeig mal deinen Namen. Oder ist das nur der Schrein auf der Drachenkopfinsel? Wir hätten fix nicht so rein sollen. Ich sehe das jetzt schon. Das hätte nicht so sein sollen. Ich glaube, wir hätten wirklich nicht so rein sollen. Aha! Hätte scheinbar eine Quest gegeben. Yoku-U-Schrein. Muss dann gleich vermerken. Ein Diamant. Schön. Ah, ich glaube, wir haben die Drachenkopfinsel vielleicht anders gelöst. Ist das draußen explosiv? Das werden Blitzeinschläge sein, das, was wir hören. Vermutlich wird es so sein. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Ja, wir kennen das schon. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Ist das jetzt so ein, wie man den Schrein schafft? Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches in diesem Ort ruht. Ja, da draußen bräuchte ich ein reinigendes Licht. Das sieht ja richtig heftig aus. Ey, ich hab sicher gerade irgendeine Quest übersprungen. Kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt alles war bei der Drachenkopfinsel. Ja gut. Wie viel haben wir jetzt? 4. Geil! Hä? Hatten wir nicht vorhin erst 3? Dammit. Ja gut. Dann haben wir bald 4. Ich bin immer überlegen, ob wir dann Herzen mal irgendwann angehen. Wie viele Schreine es gibt. Vor allem was die Herzerweiterungen betrifft.